Ja, guten Abend, Leute. Nochmal ein bisschen off-topic quatschen auf den Sonntagabend. Bisschen rumqualmen. Was macht ihr denn so an einem chilligen Sonntag? Habt ihr morgen was vor? Habt ihr mal irgendwas geplant? Auf den Sonntag, keine Ahnung, eher einen ruhigen schieben oder fahrt ihr mal irgendwo hin? In den Garten zu Eltern, zu Freunden, keine Ahnung. Grillt ihr? Was macht ihr an regnerischen Tagen? Also Sonntag läuft bei mir eigentlich immer so ab. Naja, ausschlafen ist jetzt nicht so mein Favorite, sage ich mal. Also meine Devise ist, wenn du Sonntag immer lange ausschläfst, kannst du abends wieder nicht pennen. Deswegen versuche ich immer ein bisschen früh aufzustehen. Vielleicht mal ein bisschen was in der Wohnung machen. Ja, ein bisschen rumgammeln, ein bisschen rumchillen, in Foren rumgucken, YouTube rumgucken, ein paar Videos angucken, ein bisschen zocken. Vielleicht mal raus, wenn gutes Wetter ist, mal eine Runde mit dem Auto drehen oder so. Ja, und dann Abend. Wie jetzt auch mal wieder. Schönes, gemütliches Köpfchen gebaut. Vielleicht dazu noch einen Film gucken oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall entspannt machen. Also nicht bis abends noch irgendwo rumgurken oder so, keine Ahnung, und dann nach Hause kommen und noch schnell unter die Dusche und dann noch hier und da was machen und dann ab ins Bett und dann war's das. Also ich versuche eigentlich immer mir einen chilligen Sonntag zu machen. Im Köpfchen. Ja. Was macht ihr denn am Sonntag? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr so Schönes macht. Raucht ihr vielleicht auch ein Köpfchen oder zwei oder drei oder raucht ihr den ganzen Tag? Lasst die Bude hier vernebeln. Ja, Rauch ist ganz in Ordnung. Kann man nicht drüber meckern. Das passiert auch schon mal. Da wollte ich eigentlich den Rauch auspusten und dann ziehe ich ihn wieder ein, keine Ahnung. Lassen wir alles drin. Hatet ruhig drüber. Du ziehst und hustest dann, du kannst gar nicht. Hustet ihr auch am Sonntag? Mal ein bisschen Qualm hier. Was ich sagen muss, der Mizo Minze schmeckt doch ein bisschen chemisch. Also ich werde mal versuchen, vielleicht kriege ich den Alvara Minze ran und dann teste ich den mal. Vielleicht ist es ein bisschen süßere Minze und nicht so chemisch. Ist schon fast ein leichtes Kratzen. Also eine Kühle ist auf jeden Fall da, aber irgendwie haut er mich jetzt nicht so weg. Ja, morgen geht's wieder arbeiten. Mal ein bisschen was tun unter der Woche. Also wie ein Batscher kann ich ja gar nicht meckern. Super geil. Optimale Rauchentwicklung. Ja, Leute. Würde ich mich eigentlich wieder abmelden. Knallt mir doch einfach mal die Kommentare voll, was ihr so am Wochenende oder am Sonntagabend Schönes macht. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.